erhoben. An alle Teams, Ziel im Blick, Phase 1 abgeschlossen. Bestätigt, sind bereit. Roger, gehen zu Phase 2 über. Patrouillenboot auf 2 Uhr, abtauchen. Zusammenbleiben. Verstanden, keine Bewegung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Modern Warfare 3 Kampagne. Ich bin mega, mega, mega gehypt. Ich habe mega, mega, mega Bock. Und ja, wir sind in der Operation 267. Ziel, finden Sie den Gefangenen 267. Mhm, genau. Legacy kickt wieder rein. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß. Ich werde meiste Zeit, wisst ihr selber, in so Story Games meine Fresse halten. Wenn es irgendwie was nicht Wichtiges gibt, schnack ich zwischendurch logischerweise durch und ihr habt Untertitel, falls ich mal reinquatschen sollte. Let's go! Eingehakt und jetzt hoch! Alpha 2-1, das heißt, wir sind bis jetzt noch kein benannter Charakter. Alle Teams, Alpha ist in Position. Statusbericht. Bravo ist über der LZ. Charlie steht bereit. Nachtsicht an, IR-Signal an. Seid leise. Bravo ist auf dem Weg. Bestätigt, in Position. Ausschalten. Bravo kommt rein. Mit Fallschirm ganz unauffällig. An alle Teams, Bravo an Deck, Rücken vor. Alpha an Charlie, bereit? Bestätige. An alle Teams, grünes Licht für Phase 2. Bestätigt. Okay. Der ist cinematisch aufgebaut hier. Gehen rein. Sicher. Gehen die Treppe runter, Südseite. Oh, er knuspert mir mit seiner Stimme im Ohr. Feind startet einen Kampfhubschrauber. Alles klar, sind gewarnt. Nacht sieht aus. Bewegung auf dem Hof, sieht aus wie ein Gefangenentransport. Nicht unser Mann. Mir nach. Wir warten, bis Charlie das Feuer eröffnet und stürmen dann zu Luca auf dem Hof, um nach drinnen zu gelangen. Hier warten. An alle Teams. Alpha ist in Position. Bestätigt. Bravo bereit. Ladung scharf. Charlie ist bereit. Lunte zünden. Bereithalten. 3, 2, 1, los geht's. Boah, geht direkt wieder los hier, ne? Sicher. Ziel in den Fenstern, ausgeschaltet, taktischer Nachlade hier. An der Luke sammeln für Einstieg. Feinde im Anmarsch, unter die Erde.
Mir nach! Bewegung! Bravo! Alpha ist. Roter Handschuh? Wie ist euer Status? Was heißt, wir sind die Bösen? Warten auf euch. Okay, beim Luftschacht. Ja, Rot, bereit, wir sind die Bösen. Wir sind die Bösen gerade. Ah, wir sind die Bösen. Der Multiplayer war nämlich Rot. Der rote Anzug, die Bösen. Ja, ja, ja. Hashtag Spoiler. Wie tut Makarov? Lassen wir es krachen. Holen wir raus wahrscheinlich. Ha! Roger. Blackout in 3, 2, 1. Ausführen. Brain Dark. An alle Teams. Bravo hat die Schlüssel. Bestätigt. Nur auf die Wachen schießen. Insassen als Deckung nutzen, sobald der Aufstand losgeht. Verstanden. Nur Wachen. Sicher. Mehr in den Zellenblöcken links. Ausräuchern. Stopp. Oben bleiben. Schaltet diese Taschenlampen aus. Verstanden. Öffne Blocks 1 bis 4. Vorsicht beim Schießen. 2-1. Tote Insassen randalieren nicht. Sicher. Überprüft den nächsten Zellenblock. Wachsam bleiben. Die Wachen wissen, wo wir sind. Bravo. Zellenblöcke auf Ebene 2 öffnen. Ausgeschaltet. Verstanden. Weiter. Mache auf. Vermeide die Insassen, 2-1. Wir brauchen sie noch. Upsi. Wollte ich nicht. Kontakt. Du bist professionell, Kappa. Schießen noch wieder. Wachen über dir, Alpha. Sicher. Block gesichert. Auf dem Weg nach unten. Fast tot. Runter, 2-1. Komplett nach unten, okay. Alpha 1 an Bravo 1. 55C öffnet. Bestätigt. Alpha rückt zu Untergeschoss X4 vor. Sicher. Kastorf. Klassiker. Geht nicht kaputt. Verschlossen. Irgendwie ein Code dafür oder so? Alles zu. Ja, dann gehen wir hier weiter. Alpha ist im Untergeschoss. Holen wir unseren Mann. Ivan, Rock. Es ist so safe, Makarov da drinne. Ladung bereit, Mann. Verwett dir meinen Arsch drauf. Rote Handschuhe, böse Jungs. Makarov, Ladung safe. Bereit. Alpha beim Ziel, bereithalten. Fackel! Treten Sie ins Licht. Сколько ж времени прошло, Ваня? Alle Stationen bestätige 627. Verstanden. Öffne 627. Dein Plan war perfekt. Pläne müssen umgesetzt werden. Das ist erst der Anfang. Alle Teams, wir haben ihn. Abrücken in 30. Es ist mir eine große Ehre. Kommandant Makarov. Stas. 6 Jahre. 22 Tage und 4 Stunden. Bruder. Schön, euch beide zu sehen. Dich auch. Was du von hier aus erreicht hast? Das ist erst die Spitze des Eisbergs. An alle Stationen, hier ist euer Kommandant Wladimir Makarov, Rufzeichen Zar 9-0 und ich übernehme weiter mit Phase 3. Folgt mir. Ivan, läuft die Exfiltration noch nach Plan? Tak toshno, Kommandier. Wir nehmen den Aufzug nach oben und spazieren durch die Vordertür raus. Charlie erwartet uns hinter der Brücke. Хорошо. Einfach ist am besten. Bis es das nicht mehr ist.
Kontakt! Ah, wir helfen quasi gerade den Bösen, ne? Nolan, wir müssen zum Aufzug! Bewegung! Und das Ghost-Team wird es dann wieder wahrscheinlich klären müssen. André, ausrüsten und dann los! Und der erste Tod. Das Game ist sehr, sehr, sehr realistisch. Zwei, drei Kugeln, du bist schon fast tot. Ja, zwei Kugeln eigentlich schon. Nach drei steht, geh in Deckung. Also es ist sehr realistisch hier gehalten, das Game. Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass man hier einfach so durchrennen kann. Alpha 2-1 an Charlie. Ziel sicher. Rücken zur Exfiltration vor. Bereithalten. Alpha 1, wir sind im Aufzug. Ziel ist sicher. Bereit für Exfil. Kommen. Alle Stationen oben umkämpft. Oben umkämpft. Truppenkontakt. Habe verstanden. Die Wachen setzen Bravo oben zu. Wir müssen noch warten. Gleich treffen Gefangene ein. Das lenkt die Wachen ab. Das ist die Chance. Warten ist riskant. André, wer hat Macht hier im Gulag? Die Wachen? Oder Insassen? Die Insassen. Ja, André. Daher sind Waffen nötig. Молодец, воин. Покажите это своими действиями. За мной! An alle Stationen. Auf dem Wachturm ist ein aktives MG-Netz. Saran Raptor, fordere sofortigen Beschuss des Turms. Bestätigt! Verstanden. Raptor im Anflug. Raptor am Boden. Ziel erfasst. Vorsicht, Beschuss. Bestätigt. Lass Feuer regnen. Schüsse raus. Schüsse raus. Rakete. Treffer. Ziel zerstört. Gelangt zum Tunnel. Das ist unser Ausgang. Hier schon mal runter. Video, Video. Wir passieren uns vom Boden. Ich habe mein Sturmgewehr weggeschmissen. Der feindliche Heli ist in der Luft. Ärgert mich gerade ein bisschen. Du hättest ihn zerstören sollen, als du die Chance dazu hattest. Keine Sorge. Er konzentriert sich auf die Gefangenen. Kontakt. Okay, war zwar weit genug weg, aber. Ja, erstmal kurz einen Bug gehabt, mein Controller hat nicht funktioniert. Beseitigen wir die Gegenwehr und verschwinden. Durch den Tunnel zur Extraktion. Komm, wir sind hier Russe. Nehmen wir den AKU mit. Hab Bock drauf. Hui! Geil! Geil! Alles klar. Gehen wir. Charlie, wir sind gleich bei dir. Verschluss, runter! Verdammte Seite! In Deckung, hier lang! Kreuz am Boden! Lass ihn, Ivan! Gehen wir! Charlie sollte sich um diesen Heli kümmern. Das ist ein Problem, um das du dich hättest kümmern müssen. Folgt den Klippen zum Wasser! Unsere Boote geben euch Deckungsfeuer! Schützen auf der Mauer! Ignoriert sie! Zu den Booten! Zweiter Weltkrieg-Flashbacks gerade.
Ja, du bist sowas von tot. Есть только преданность, непоколебимая преданность! Absprung in 30 Sekunden! Das war hier ist 6. John, Makarov ist frei. Sag das nochmal. Makarov ist frei. Er ist aktiv, John. Abbruch. Wir kehren um. Dreh den Vogel um. Shadow 2, hier ist Kilo. Sind am Hafen. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem Besitz ist. Verstanden, Kilo. Wie sieht es aus? Soweit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Lina, Alter. إنك منيحة هي قوية مثلك يلا عملت كل شي طلبتيه حويتك مأمنة والمرسق فاضي ما في حدا غيرنا والمينا؟ مسكر من مبارح منيحة فرح أنا ما خصني بس قوليلي هالهاوية أكيد كتير مهمة أكيد بعد كل هالسنين صارت أوزخستان سالمة إحنا عم نعيش حياتنا ترجاك عملي كل شي بجهدك نضل هيك إحنا كلنا معك إيه أكيد حويتك موجودة دينا Hier Echo 3-1, Truppenkontakt. Kilos Fahrzeug zerstört. Wiederhole, Truppen ungeschützt. Werden aus mehreren Richtungen beschossen. Verstanden, bleibt wo ihr seid. Shadow 1 an Kilo, bitte kommen. Hier ist Kilo. Das war eine Falle. Dina ist tot. Die sind überall, Commander. Die Raketen. Sie wollen die Raketen. Wir dürfen das nicht zulassen, Fahrer. Ich brauche Waffen. Such Container mit dem Shadow-Logo. Darin findest du alles, um Conny zu bekämpfen. Ihr habt mehr als nur Raketen geliefert. Viel mehr. Zu deinem Glück. Okay, okay. Dann schauen wir mal, dass wir Waffen hier irgendwie besorgen können. Wir spielen jetzt Pfarrer. War ja letzte Runde. Eine Platte können wir uns auch nehmen. Heiligsprechler. Das ist eine Drohne. Gut für eine. Der Warzone integriert. Ich bin am Container. Bestätigt. Die
Ausrüstung gibt ja einen Vorteil, aber da ist noch eine Conny-Armee zwischen dir und dem Fallschirm. Raketen. Ich lasse nicht zu, dass Conny diese Raketen stiehlt, um keinen Preis. Sexy. Wir brauchen einen Notfallplan. Sexy. Commander, auf meinem Schiff sind GPS-Sender. Bring sie an den Raketen an, dann verlieren wir sie nicht. Ich muss noch die Container finden. Dina würde wissen, wo sie sind. Die Frachtlisten sollten im Büro der Hafenmeisterei sein. Der Turm. Bestätigt. Verstanden. Okay. Offenes Feldgebiet. Mit taktischer Karte. Gottes Willen. Begebe mich jetzt zum Frachter. Verstanden. Kilo, der Feind weiß womöglich von dir. Ich halte nach Shadow-Überlebenden Ausschau. Nicht mein Schiff und nicht meine Crew. Wir waren nur Sicherheitspersonal. Sie sind alle tot. Feindliche Schüsse! Wo ich bin? Das ist ja hier... Das Schiff ist voller Feinde! Open Field oder was? Guter Angriff, Fahrer. Feinde wissen, wo ich bin. Und wie komme ich aufs Boot, ist meine Frage. Oder hoch sein wahrscheinlich, ne? Hier gibt es keinen Weg aufs Schiff. Bleib außer Sicht. Conny ist auf der... Conny ist sicher mit Steigklemmen an Bord geklettert. Ist wahrscheinlich eine in der Nähe. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Sag die Zeit davon. Eine Steilklamme, um raufzukommen. Steilklamme! Bin auf dem Schiff! Die Sender sollten im Kontrollraum auf der Brücke sein. Fahrer, verschwinde da! Ja, ich weiß noch nie, was ich davon halte. Die Sender müssen hier sein! Geh zur Brücke, wie im Kontrollraum nach den Sender. Platte, zack. Warzone gelagt. Plattenträger, neue Platten. Selbst aufbilden. Sag mal, spielen wir jetzt hier Warzone oder was? Suche nach den Sendern. Geh zur Brücke. Sieh im Kontrollraum nach den Sendern. Ah, das kennen wir sogar, dieses Boot. Die Sender auf der Brücke. Die sollten offen rumliegen. Vielleicht auf dem Tisch. Button 3. Habe die GPS-Sender. Sehr gut. Jetzt geh zum Turm und hol die Frachtliste. Kilo und Shadow, sie verschwinden mit einem unserer Container. Verdammt! Eine Rakete verloren. Bring sie an die anderen an, Kilo. Werden sie auch stärker, besser befrachtet, besser bewaffnet. Die wissen, wo ich bin, dauerhaft anscheinend. Nähere mich dem Turm. Müssen da irgendwie rein. Was ist das denn? Wir spielen hier Warzone gerade, ich weiß. Aber ich komme sowas nicht so oft vor. Finde ich ein bisschen, ja. Bin ja kein Warzone-Fan. Überhaupt kein Warzone-Fan, dann sowas, ne? So,
Ist auch nix. Wir sind ja konstant, wo ich bin. Munition, Platten. Marschflugkörper vielleicht ganz hoch oder weiter hoch. Moin. Könnte man aus Warzone. Zweiten Stock, das Büro ist ganz nah. Fang mit dem Schreibtisch an. Sollte die Liste sein. Close Quarter Combat. Komm, let's go. Nehmen wir mit. Es ist einfach Warzone. Was zur Hölle? Mit Lila und weiß was ich alles. Hab die Liste gefunden. Das ist DMC. Gleich mit unseren Containern. Nicht Warzone. Okay. DMC mit Story. Durch die Kräne gerade einen der anderen Container. Beeil dich, Kilo. Die Zeit ist gegen uns. Ach, RP kann nicht mit. Na, wo soll noch was sein? Sie suchen nach dir. Bleib unauffällig. Sie haben dich wohl gefunden. Geh mal dahin als nächstes. Da hinten. In Bewegung! Sehr DMC-like. Der Container ist hochgestapelt. Achtung, Conny ist in Alarmbereitschaft. Sie kommt zu dir. Container markiert. Großartig. Du weißt, wo du hin musst. Leg los, Kilo. Warum arbeiten wir mit Raids? Dann der ist doch tot. Der ist doch tot, Link. Haben ihn noch weggejagt. Hübsch anzusehen. Sniper? Würde ich auch nehmen. Rückstoß, leckt mich am Arsch. Stimmt, der andere noch. Ah, hab ich voll vergessen. Den anderen habe ich voll vergessen. Nein! Ich bin tot. Ich war einfach tot. Marschflugkörper unterwegs! Komm einfach rein da jetzt. Auf. Wie die Fliegenfahrer. Conny ist auf der Jagd. Pass da draußen auf dich auf. In Bewegung! Ich glaub, du bist aufgeflogen. Nein, da nicht hoch. Ja, egal. Der Container ist da oben. Mit dem Sender, wir haben schon eine Ahnung. Können wir nicht hoch? Hier, okay. Warum sprichst du Russisch? Sind wir wieder in Russland hier oder was? Oh, platzieren den Spaß. Alle Stationen, letzter Sender aktiv. Conny haut mit beiden Raketen ab. Bestätigt. Du hast erreicht, was wir mussten, Fahrer. Das Übrige wird folgen. Echo, alles gehört? Laut und deutlich, Fahrer. Conny bricht auf. Sie haben, was sie wollten. Wir sind am Leben. Es ist noch nicht vorbei. Echo und Kilo, bist du okay? Alles okay. Komm her. Roger, unterwegs zu dir.
Sabine, Adina. Rachelio nicht Fautumen. Bodek. Commander? Unsere Raketen dienten der Abschreckung. Frieden durch Stärke. Krieg findet immer einen Weg zurück hierher. Er war nie weg. Russland will dieses Land. Sie kriegen es nicht. Und jetzt? Verfolge ich die Container. Ich begleite dich. Nein. Kümmer dich um die Toten und alarmier die Truppen. Russland ist zurück in Usikstan. Shadow Company ist mitverwickelt. Sie wollen sicher auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Милена. С возвращением, Владимир. Ты создала для нас армию? Дело выгодное и правое. Kameraden, wir sind wieder vereint! Euer Einsatz, als ich fort war, und der Erfolg heute verdienen Zuspruch. In der Kasani. Иван, из-за того, что ты отверг мой план, мы потеряли драгоценное время. Время решает все. Командир! Я принял правильное решение. Каждый несет ответственность за свои ошибки. Андрей, ты доказал свою преданность. Теперь ты моя правая рука. Спасибо, командир. Meine Mitstreiter, ich war nicht hier, aber ich war alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerissen. Die ULF stahl wieder die Kontrolle in Usikstan. Die Zeit ist gekommen und wir werden ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht es um Wahrnehmung. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie für russische Ehre, für Russland. Das wahre Russland! Der Westen liebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Usikstan-Hafen vor Sonnenaufgang an. Farah war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlitt Verluste. Fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir es raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laszlo. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Usikstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist dann dort? Ihr vier, sobald ihr könnt. Roger. Ghost und ich sehen uns um. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Eine Minute! Griff! Kiste ist bereit. Das ist unsere Ausrüstung, falls wir sie brauchen. Werden wir. Rampe! Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Knappe Sache! Typisch für uns. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Check!
Fertig! Los! Watcher 1 an Bravo, Aufklärung am Himmel. Achtung, Conny hat drei Helis am Boden. Positionen sind durch orangefarbenen Rauch markiert. Extraktionspunkte für das nukleare Material. Genau. Diese Helis sind die Primärziele. Zerstört sie, dann können wir diese Bedrohung eindämmen. Roger. Übernehme Überwachung. Hat sich im Blick, Captain. Ich melde dir, was ich von hier sehe. Danke für die Unterstützung, Roger. Wenn es um Makarov geht, müssen alle ran, John. An der Stelle würde ich sagen, war es das für diesen Part. Wir haben hier definitiv... sieht stark aus. Tauschen wir gleich mal. Er beobachtet gleich die Waffe. Ich mach das nicht, dann machst du es automatisch, ne? Äußeren Perimeter. Sie durchsuchen das Gebiet. Dranbleiben. Aber wir bleiben jetzt einfach mal normal bei der Waffe. Wir sehen uns beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Call of Duty Modern Warfare 3 DMC-Kampagne, sage ich jetzt einfach mal so, weil gefühlt ist es echt DMC hier. Ja, bis dahin, Dankeschön fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, reingehen und wieder schauen. Bye, bye.